Hallo liebe Campernation zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wie ihr bereits an unserem Vorschaubild erkannt habt, gibt es eine Alternative. Und wie die aussieht, Marcel, das zeigen wir oder erzählen wir gleich. Nach unserem Intro. Ja, uns ist es ein bisschen kalt geworden, deshalb sind wir in unserem Bulli wieder verschwunden. Genau. Und ja, noch können wir das auch machen, denn... noch haben wir ihn. Die Zeiten vom Bulli... sind eigentlich, ja, wie soll ich sagen, gezählt, ne? Gezählt, ja. Denn ihr habt es ja vielleicht gelesen in unserem Vorschaubild, wir haben eine Alternative, Schluss, aus, vorbei. Es wird Zeit für eine Alternative, weil... ja, was liest man überall? Irgendwelche Sachen, dass die Lieferungen eingestellt werden, dass irgendwie, ich sag mal, Fiat die Werke irgendwie wieder schließt, wegen Corona natürlich auch. Genau, dann, einmal gibt es allgemein Lieferverzüge wegen das Modelljahr, dann irgendwie die 180er, 160er Maschinen werden nicht mehr. Genau. Dann heißt es bei Truma, da gibt es Probleme mit den Dieselheizungen. Und so weiter und so fort. Also momentan, ich glaube, ich hätte in dem Bild tausende von Bomben werfen können mit irgendwie schlechten Nachrichten. Dass aber naja. Wir gesagt haben, es wird Zeit für eine Alternative. Genau. Die Alternative kommt natürlich auch nicht ganz von ungefähr, sondern wir hatten natürlich auch nochmal Gespräche mit unserem Händler. Ja, ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben wirklich überlegt, wir haben hin und her geschaut und wir hatten eigentlich uns Wohnmobile, Malibus bleibt dabei, können wir sagen, rausgesucht, wo wir gesagt haben, wir werden jetzt, glaube ich, alles canceln, wir werden jetzt einen Strich drunter ziehen. Unser Auto ist halt nicht mehr das Wunschauto, so sah es nämlich eigentlich aus. Schluss, aus, vorbei, Traumkonfiguration ist geplatzt, sozusagen, aber ja. Nee, so ist es jetzt am Schluss dann doch nicht geworden. Sondern wir hatten am Montag, diese Woche Montag, einen Termin bei unserem Händler. Genau. Und jetzt kannst du einsteigen. Genau, und der hat uns dann gesagt, ja, ich weiß nichts Neues zu eurem Fahrzeug. Das ist halt leider so, das weiß im Moment keiner, das steht alles in den Sternen. Aber wir haben so ein paar Sachen als Alternative. Und da hat er halt gesagt, ja, holt euch das erstmal an. Das ist vielleicht nicht alles erstmal super toll, was man vielleicht jetzt da hört, aber es wäre halt alles eine Maßnahme. Ja, als Alternative hat er natürlich gesagt, dass wir uns ein Mietfahrzeug nehmen könnten. Gut, das Ganze kostet aber auch eine ganze Ecke, ne? Das muss man ja auch sagen, weil man muss ja auch immer mal ein bisschen gucken, ja, finanziell kostet das ja eh schon eine ganze Menge, so ein Fahrzeug, und kann man sich denn das überhaupt auch leisten und so weiter. Und die Ungewissheit, du weißt gar nicht, wie lange du noch warten musst. Was hatte er denn noch als Alternative? Beziehungsweise, nee, die Option wäre natürlich auch, unser Fahrzeug kommt jetzt in der nächsten Zeit. Davon gehen wir nicht aus und der Händler genauso wenig aus. Genau, weil wir haben hier von Malibu direkt die Information bekommen, dass es im Juni eingeplant ist. Aber das sieht im Moment nicht gut aus, weil sie das Grundfahrzeug, also das Chassis gar nicht. Genau, da gehen mal Grüße an den Christian, der ja leider ein Leidensgenosse mit ist, der geschrieben hat, dass auch das Fahrzeug jetzt verschoben worden ist. Also wir bleiben ja in der Community, wir lesen uns das immer durch, was da so passiert, und genau. Deshalb waren wir uns sicher, warum sollte gerade jetzt unser Fahrzeug im Juni in der Konfiguration gehen? Glauben wir nicht mehr dran. Ja, auf jeden Fall haben wir dann ja im Endeffekt ein Angebot bekommen, dass wir ein Fahrzeug kaufen, was jetzt in der Zulieferung ist. Das Fahrzeug befindet sich auf dem Weg zu, oder zumindest ist speditionsreif, also das heißt, es wird demnächst auftauchen bei unserem Händler, und dieses Fahrzeug könnten wir kaufen. Es waren mehrere zur Auswahl, weil zwei oder drei Fahrzeuge kommen. Genau. Also es war ein 640er, ein 600er und ein 540er. Genau, so. Der 6 Meter hat uns natürlich interessiert, weil wir gesagt haben, ja, 6 Meter ist doch ganz gut. Also hat uns der Händler jetzt ein gutes Angebot gemacht, wo wir sagen können, das ist in Ordnung, nämlich mit einem genannten Rückkauf, sage ich mal. Wir haben feste Preise ausgemacht, wir dürfen zwar nur so und so viel Kilometer fahren, das ist dann halt auch klar, aber wir haben zwei Stufen, einmal nach einem halben Jahr und einmal nach einem ganzen Jahr. Und je nachdem, dann ist es für uns vom Kostenfaktor her auch kalkulierbar.
Wir benutzen das Fahrzeug, logischerweise hast du auch ein bisschen Kosten, die wir selber tragen müssen, das ist ja auch klar. Aber ich finde dafür zweimal neues Fahrzeug und der Händler hat sich da wirklich Mühe gegeben und hat sich auch echt lange mit uns unterhalten und wir haben vieles durchgerechnet. Also da kann man auch nur sagen, wirklich war eine schöne Sache und ein schönes Gespräch. Und ja, somit haben wir jetzt alles festgemacht. Das Fahrzeug 6 Meter kommt. Gleiches Chassis, was wir auch bestellt haben, allerdings nicht mit Kompressorkühlschrank und auch nicht mit Dieselheizung. Aber ansonsten glaube ich, passt es schon. Bis auf die Außenfarbe, die ist jetzt ein bisschen heller, nämlich sie ist grau statt schwarz. Also Eisengrau. So viel Eisengrau. Zeit muss sein. Genau. Wie das Fahrzeug natürlich dann am Schluss sein wird, dafür wird es ein gesondertes Video Ja. natürlich geben. Aber das ist für uns unsere Alternative. Wir haben wirklich durchgerechnet. Wir haben fast 2 Stunden lang hin und her diskutiert. Und wie gesagt, die Angebote kamen alle von unserem Händler. Also in dem Fall auch wirklich Daumen nach oben und toll und auch danke nochmal dafür. Das ist natürlich gut gewesen. Genau. Jetzt heißt es einfach abwarten. Wenn alles gut geht. Also wir können sagen, Finanzierung steht auf jeden Das Fall ist alles alles schon. Das haben wir fertig. geregelt. Wir müssen noch ein bisschen gucken, was die Versicherung angeht, weil gewisse Leute, anstatt mal nachzugucken, wie das Passwort ist, vergessen sie das. Ich möchte nicht sehen, wer es war. Ne? Ja. Und jetzt heißt es einfach Das kriegen wir abwarten. hin. Wenn wir Glück haben, haben wir Ostern unser Fahrzeug. Ja, oder es wird irgendwann nach Ostern kurze Zeit später kommen. Also so, es wird auf jeden Fall jetzt in dem nächsten Zeit kommen. Genau. Da gehen wir von aus. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Deshalb ist es schon bald die letzte Reise hier mit unserem Bulli. Ja. Aber auch da werden wir nochmal ein extra Video machen. Das Fazit nochmal. Gegebenenfalls machen wir auch nochmal, wenn wir wissen, jetzt war es das ein kleines Wochenendchen nochmal, wo wir sagen, so, jetzt fahren wir los. Interessiert uns gar nicht, was alles momentan erlaubt ist oder peng. Man muss noch mal Abschied nehmen. Wir wollen wenigstens einmal nochmal richtig Abschied nehmen. Genau. Das kommt alles. Wir sind froh, dass wir eine Alternative Ja. haben. Und für euch natürlich, fragt mal, wenn ihr auch davon betroffen seid, dass euer Fahrzeug nicht kommt oder sowas, fragt mal vielleicht nach, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Manchmal lohnt es sich auch mal darüber zu sprechen. Natürlich kostet das immer irgendwo eine kleine Stange Geld. Das ist nun mal so, damit muss man leben, wenn man denn halt auch was eher haben möchte oder so. Aber auf der anderen Seite, man benutzt es ja auch. Das ist Ja. das, warum wir es gemacht haben, weil wir möchten unbedingt dieses Fahrzeug haben. Wir Genau. haben Tagesausflüge gemacht, da haben wir schon mitgekriegt, oh, warum haben wir unser Malibu nicht? Ja, es ist Der immer Bulli ist wieder. schön, aber er fehlt uns an gewissen Stellen, fehlt uns der Malibu. Und das haben wir jetzt und das freut uns. Dass das Update. Ja, zu unserer Situation. Von daher, ich hoffe, euch geht es ähnlich, dass ihr wenigstens irgendwie was machen könnt und ja, dass ihr vielleicht auch noch ein altes Fahrzeug habt oder so. Auf jeden Fall, ja, dass es irgendwie bei euch auch weitergeht, natürlich. Ja, und dann soll es das für heute gewesen sein. Kommt gut durchs Wochenende, kommt gut in die nächste Zeit, Genau. bleibt vor allem Gesund. gesund Genau. oder wie es so schön heißt, bleibt im Kopf positiv und im Körper Negativ. negativ. Hab Genau. mir das jetzt langsam gemerkt. Ja, so Auch wenn das langsam geht's. Frederik Paul jetzt nicht mehr in seinen Videos sagt. Ja, Unfassbar. ist auch In egal. diesem Sinne, bis zum Alles nächsten Mal. Gute. Ciao. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann doch gerne einen Like da lassen, kommentieren und natürlich abonnieren. Wenn ihr immer aktuell dabei sein wollt, dann folgt uns doch gern auf Instagram, denn da habt ihr immer aktuelle Bilder von unseren Reisen. Sind wir natürlich auch bei Facebook, ne? Einfach facebook.com/kreuzfahrtcamper. Da seht ihr auch die Bilder, die eigentlich bei Instagram sind, aber für die Leute, die bei Instagram nicht sind, sondern nur bei Facebook, da sind wir natürlich dann auch. Und dann können wir euch natürlich nur unsere Webseite euch ans Herz legen: www.kreuzfahrtcamper.com oder de. Da bekommt ihr alle Informationen. Da seht ihr auch entsprechend die Videos eingeteilt, denn YouTube ist da ja nicht so gut zu finden. Auf unserer Seite haben wir alles schön sortiert. Jo, und Ja, das und war's. was man auch auf der Internetseite findet, sind natürlich, wenn wir Bastelanleitungen bauen oder sowas, dann findet ihr da genauere Informationen.